Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich hätte mal gesagt, heute Abendveranstaltung, aber wir haben jetzt Mittag. Und zwar können wir heute Abend Corinna Gegler zum Thema Loyal Dienen, diskriminierendes Arbeitsrecht bei Caritas und Diakonie. Mein Name selber ist Carsten Friert, ich bin zweiter Vorsitzender der Evolutionären Chronisten Berlin-Brandenburg, die das hier veranstalten als Adventslesung. Und ich darf heute so ein paar einführende Worte reden. Corinna Gegler hat Politikwissenschaft und Publizistik studiert, als Diplompolitologin abgeschlossen, dann auch jahrelang publizistisch tätig gewesen und hat sich dann 2009 speziell mit dieser Problematik begonnen zu beschäftigen, eben kirchliches Arbeitsrecht und Diskriminierung, und hat dann dafür 2012 vom Internationalen Bund der konfessionslosen Atheisten auch eine einen Finanzierungszuschuss bekommen, dass sie sich dann dem widmen konnte, daraus ein Buch zu machen. Und dieses Buch, jetzt kommt der Werbeblock, ist auch hier erhältlich, also gesehen. Und Sie haben heute die einmalige Gelegenheit, dass die Autorin selber Ihnen das signiert, wenn Sie gerne möchten. Und ich denke, Sie werden uns selber oder danach haben wir auch die Möglichkeit, Sie zu befragen, was hat sich im Grunde getan, weil Sie war im Grunde der wissenschaftliche Rücken, sozusagen Rückhalt oder überhaupt die Basis für diese Guernica-Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz. Diese Kampagne ist doch sehr intensiv gelaufen. Es hat ja auch im Bundestag wirklich eine Diskussion gegeben über das kirchliche Arbeitsrecht. Wenn mir das jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, im Bundestag wird diskutiert über das kirchliche Arbeitsrecht, hätte ich gesagt, also in 20 Jahren vielleicht oder in 30 Jahren, aber nicht in 5 Jahren. Und darüber kann Corinna Gegler uns sicherlich auch ein bisschen was so sagen. Welche Verbindungen gab es da, welche Anfragen, welche Umsetzungen? Wir grüßen Corinna Gegler. Ja, vielen Dank. Guten Abend, hat er gesagt. Advent. Ich fange zur Abwechslung mit ein paar Fragen ans Publikum an. Es geht also um Beschäftigte und deren Situation in kirchlichen Einrichtungen. 2 Fragen. Erstens, üben Gärtner, Verwaltungskräfte, Reinigungspersonal und andere dort eine verkündigende Tätigkeit aus, in Ihrer Meinung nach? Zweitens, kommen wir zu den Lehrern, Erziehern, Pfleger, Ärzte, wie sieht es da aus? Würden Sie gerne Tätigkeiten als verkündigend bezeichnen? Und dann drittens, sind deren alle Arbeitsbedingungen eine innerreligiöse Angelegenheit? Die Antwort der evangelischen und der katholischen Kirche lautet auf alle 3 Fragen ja. Ja, alle in unseren Einrichtungen Beschäftigte gehören einer Dienstgemeinschaft an, in der sie gemeinsam den Dienst am Nächsten verrichten. Wir machen da keine Unterschiede. Deshalb sind deren Arbeitsbedingungen innerreligiöse Angelegenheiten, für die sich niemand einzumischen hat. Doch was bedeutet das für Beschäftigte in christlichen Kitas, Schulen, Pflegeheimen, Sozialprojekten, Kliniken und so weiter? Für meine Studie Loyal Dienen ist es gelungen, mit über 50 direkt Betroffenen Interviews zu führen, die aus Furcht vor Sanktionen zuvor geschwiegen hatten. Das Bild wird durch die Auswertung zahlreicher Fälle aus Beratungsstellen, Medien, Stellenanzeigen und Urteilen ergänzt. So konnte zumindest die Spitze des Eisbergs freigelegt werden und die Auswirkungen der sogenannten Loyalitätsobliegenheiten etwas sichtbarer zu machen. Kirchliches Arbeitsrecht diskriminiert. Hier ein paar Beispiele der Auswirkungen. Wer kein Kirchenmitglied ist oder einer anderen Religion angehört, wird systematisch ausgegrenzt und benachteiligt. Wer aus der Kirche austritt, wird fristlos entlassen. In katholischen Einrichtungen kommen Homosexualität, uneheliche Kinder, Scheidung und Wiederheirat als Kündigungsgrund hinzu. Und zwar nicht nur bei Priestern, Pastoren, Kirchenfunktionären. Nein, es geht um ganz normale Arbeitsverhältnisse. Hausmeistern, Küchenhilfen, Lehrerinnen, Pflegern, Ärztinnen, IT-Fachleuten, Entwicklungshelfern und so weiter. Die massiven Ausgrenzungen prägen Bewerbung, Arbeitsalltag und Privatleben. Von den systematischen Diskriminierungen sind betroffen Auszubildende, die noch nicht mal einen Praktikumsplatz finden, Referendare, Minijobber, Leitungskräfte, Festangestellte und Leiharbeiter gleichermaßen. Und natürlich die zahlreichen, die sich dort gar nicht erst bewerben möchten, weil sie chancenlos wären oder sich verstecken möchten. Wenn es denn in ihrer Region Alternativen gibt,
was ja leider oft nicht der Fall ist. Deswegen müssen viele für ihre Stelle in die Kirche eintreten oder Kirchenmitglied bleiben. Von Zwangskonfessionalisierung zu reden, ist wohl kaum übertrieben. Ich mache es mal noch konkreter. Zwei Putzfrauen dürfen nicht in einer katholischen Gemeinde arbeiten, weil sie evangelisch sind. Eine schwangere Lehrerin wird zur Heirat gedrängt. Einer Sozialpädagogin wird im Vorstellungsgespräch bei der Diakonie angeboten, sich gleich im Nebenzimmer beim Chef, der Pfarrer ist, taufen zu lassen, damit sie die Stelle bekommt. Studenten wird nahegelegt, ihre beruflichen Chancen nicht durch einen Kirchenaustritt einzuschränken. Ein Entwicklungshelfer muss die Schwangerschaft seiner Freundin verheimlichen, weil er nicht mit ihr verheiratet ist. Eine Pflegerin muss die eingetragene Lebenspartnerschaft verheimlichen und darf sie deshalb nicht feiern. Ein muslimischer Integrationsfachmann darf nicht in evangelischen Jugendeinrichtungen arbeiten. Ein Arzt tritt aus berechtigter Angst vor der Kündigung nicht aus der Kirche aus. Ein Referendar muss seine Homosexualität verschweigen. Eine ungetaufte Studentin der Sozialarbeit findet keinen Praktikumsplatz. Ein schwuler Lehrer wird von einem Elternpaar erpresst. Wenn wir reden, fliegen sie raus. Eine muslimische Erzieherin hat keinerlei Aufstiegschancen. Eine konfessionslose Pförtnerin wird nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen und so weiter. Wie gesagt, 50 einzelne Fälle habe ich ausführlich interviewt in meinem Buch. Da ist natürlich auch noch die Empörung dabei, wie das alles so kam und sich abgespielt hat und ob man sich wehren konnte und so weiter. Hinzu kommt, dass Mitarbeiterinnen katholischer Einrichtungen eine künstliche Befruchtung oder Abtreibung verheimlichen müssen, homo- und bisexuelle Männer mit Profilen auf Kontaktportalen im Internet gezielten Anschwärzungen beim Arbeitgeber ausgesetzt sind und dass die Anforderungen häufig bis in den zweiten Grad gehen. Da geht es also um die Taufe des Kindes, um die Konfessionalität des Ehepartners und so weiter. Diskrete Verpartnerung, weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, das ist eingetragene Lebenspartnerschaft, also Frauenpaar oder Männerpaar. Da kann man beim Standesamt ein Formular ausfüllen, dass sich der Personenstand nicht ändert. Beim Arbeitgeber, dem Arbeitgeber gegenüber. Also so viel zu diesen erkämpften Rechten. Das Gleiche ist mit dem Ehegattensplitting, gleichgeschlechtlichen Paaren, das er jetzt Karlsruhe vorgeschrieben hat. Das teilt man besser auch nicht, die Steuerklasse, die neue, dem Arbeitgeber mit dem katholischen, sondern das macht man hinterher heimlich in der Steuererklärung. Das ist doch unfassbar und das kann doch nicht sein, sind häufige Reaktionen auf solche Berichte. Wir haben doch ein Arbeitsrecht und ein Antidiskriminierungsgesetz. Naja, hätten Sie geglaubt, dass Begriffe wie Bigamie und Konkubinat in aktuellen Kündigungsschreiben auftauchen? Ich musste mich erstmal schlau machen, worum es genau gehen könnte. Wussten Sie, dass das gesamte Betriebsverfassungsgesetz in kirchlichen Einrichtungen nicht gilt? Das gilt der sogenannte dritte Weg. Deshalb sind Kirchen auch keine Tendenzbetriebe. Das erkläre ich gleich noch näher. Worum geht es dabei grundsätzlich? Also, dass Diskriminierung nichts Abstraktes ist, wissen, glaube ich, alle hier im Saal. Ich möchte trotzdem betonen, dass es hier um existenzbedrohende Auswirkungen geht, nämlich um berufliche Existenzgrundlagen, die man von heute auf morgen los sein kann. Es geht mir nicht um staatliche Einmischung in die Besetzung von Kirchenämtern und in wirklich innerreligiöse oder innerkirchliche Angelegenheiten. Aber ganz gewöhnliche Arbeitsverhältnisse sind keine innerreligiösen Angelegenheiten. Es geht mir also um gesetzliche Veränderungen, aber die gibt es natürlich nur, wenn sich gesellschaftlicher Druck aufbaut. Und bevor der ausgeübt wird, muss man die Sachlage kennen. Deswegen hier ein Parcours von den Berichten der Betroffenen über die Rechtslage zu politischen Veränderungsmöglichkeiten. Nochmal zum Grundrecht. Alle kirchlichen Beschäftigten müssen auf Grundrechte verzichten. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen, zum einen zur Einführung, also da geht es um freie Entfaltung der Persönlichkeit, das ist Schutz der Privatsphäre, dann Glaubens- und Gewissensfreiheit, also Religionsfreiheit, natürlich auch Freiheit der Berufswahl und Gleichheitsgleichberechtigung, das nennt man gemeinhin Schutz vor Diskriminierung. Zwar fast immer wurde das angebliche Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, das haben wir alle schon mal gehört, da gehe ich auch gleich näher nochmal drauf ein, höher gestellt als diese individuellen Grundrechte. Das hat vor 85, da gab es immer wieder Urteile von Arbeitsgerichten, die gesagt haben, nö, so geht das nicht, wir müssen auch individuelle Grundrechte achten.
Aber 85, das letzte Grundsatzurteil aus Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht, da wurde das Selbstbestimmungsrecht der Kirche ganz, ganz oben angesetzt. Ich zitiere das mal aus dem 85er Urteil. Es ist grundsätzlich den verfassten Kirchen überlassen, verbindlich darüber zu bestimmen, was die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündigung erfordert. Was spezifisch kirchliche Aufgaben sind, was Nähe zu ihnen bedeutet, welches die wesentlichen Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre sind und was als gegebenenfalls schwerer Verstoß gegen diese anzusehen ist. Da steht also drin, Sie dürfen selber bestimmen, was immer Sie bestimmen wollen. Seit diesem Karlsruher Urteil war also keine Abwägung zwischen diesen kollidierenden Grundrechten mehr möglich, was eigentlich in unserer Verfassung steht, nämlich das nennt sich praktische Konkordanz, dass man das eine Grundrecht gegen das andere abwägen muss. Wir hatten also schon so eine Art Supergrundrecht, was unser, glaube ich, immer noch Innenminister Friedrich gar nicht für die Staatssicherheit hätte. Ja, ich habe mit mehreren Rechtsexperten gesprochen, unter anderem früher Bundesverfassungsrichter Dr. Kühling, die im Interview in meinem Buch ganz klar sagen, das würde so heute nicht mehr gefällt werden, so ein Urteil. Vor allem mit der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie. Dazu gleich später mehr. So, jetzt fanden aber trotzdem wichtige Entwicklungen in der Rechtsprechung statt, aber immer nur im Fall von Einzelfallurteilen, also keine Grundsatzurteile mehr. Ganz wesentlich 2010 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Sie kennen den Fall vielleicht, der Essener Kirchenmusiker, der 13 Jahre lang durch 7 Instanzen geklagt hat, bis er dann eben in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht bekam. Das Gericht hat gesagt, das ist eine Menschenrechtsverletzung, weil seine Privatsphäre nicht als gleichwertiges Grundrecht gewertet wurde durch deutsche Gerichte, dass da die Kündigung nicht ungültig gemacht wurde. Das heißt, in Straßburg haben sie gesagt, es ist eine Menschenrechtsverletzung, dass die deutschen Gerichte das kirchliche Selbstbestimmungsrecht höher als die individuellen Grundrechte des Kirchenmusikers gestellt haben. Er hat nämlich ein Grundrecht auf Privatschutz, der Privatsphäre. Was ist passiert? Er hatte mit einer neuen Frau ein Kind gezeugt. 13 Jahre sind in Instanzen. Im Jahr darauf hat das Bundesarbeitsgericht das angewandt, also hat nach Straßburg geschaut und hat ein entsprechendes Urteil in einem ähnlichen Fall gefällt, nämlich der Düsseldorfer Chefarzt. Der hatte in einer katholischen Klinik zum zweiten Mal geheiratet, also geschieden wieder verheiratet, ist das Stichwort. Das Bundesarbeitsgericht hat auch diese Abwägung vorgenommen, gesagt, Straßburg hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht mehr nur Selbstbestimmungsrecht als oberstes nehmen, sondern wir müssen auch den Düsseldorfer Chefarzt einen Schutz der Privatsphäre einräumen und hat seine Kündigung für ungültig erklärt. Der arbeitet dann wieder. Zudem hat damals das Bundesarbeitsgericht noch ein Kriterium eingeführt, nämlich die Verhältnismäßigkeit und dass es nach gleichen Maßstäben zugehen muss an dieser Klinik. Es stellte sich nämlich heraus, dass in Leitungspositionen, da waren Geschiedene und da waren Leute, die uneheliche Kinder hatten und so, und dann hätte man nicht einfach ihn herausgreifen dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den die da reingeschrieben haben ins Urteil, nämlich weil ganz oft Homosexuelle rausgegriffen werden. Da passiert alles Mögliche in den Einrichtungen, aber Homosexuelle werden rausgegriffen und gekündigt. Und da kann man ganz oft dagegen angehen, sagen hier Willkür und so weiter. Was natürlich nicht die Lösung ist, aber im Einzelfall hat man ja gerne Argumente. Kommen wir zum Arbeitsgericht in Aachen, Ende 2012. Da hat sich ein Intensivpfleger, der abgelehnt wurde, weil er konfessionslos ist, erfolgreich gewehrt. Er hat auf Diskriminierung geklagt, der hat da schon auf Probe gearbeitet, die waren alle sehr zufrieden und dann haben sie ihn nicht genommen, weil er nicht Kirchenmitglied ist. Der Richter stützte sich nämlich auf die Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der katholischen Kirche und hat da festgestellt, die machen ja sehr wohl einen Unterschied zwischen verkündigungsnahen Tätigkeiten und weniger verkündigungsnahen. Das heißt, in der katholischen Grundordnung steht, auf Leitungsebene und Pfarrer und so, die müssen alle katholisch sein, eins tiefer, da könnte man auch mal Evangelien und vielleicht auch Juden und Muslime. Also es gibt so eine Abstufung dieser Grundordnung, das ist 83. Der Richter hat gesagt, naja, alles schön und gut, jetzt nehmen wir mal an, die hätten das Selbstbestimmungsrecht, dann schauen wir mal, wie ist es denn
bestimmt haben. Und siehe da, da machen sie einen Unterschied. Dann hätten sie aber den Intensivpfleger nicht entlassen dürfen. Die katholische Kirche ist nicht in Berufung gegangen gegen das Urteil, das ihm Schadensersatz zuerkannt hat. Man nimmt an, dass sie das gerne als Einzelfallurteil weiter abtun wollen und in der nächsten Instanz sich nicht noch eine blutige Nase holen wollen. Also die merken auch langsam, dass es enger wird. Also es gibt diese Entwicklung, es lohnt sich in vielen Fällen zu klagen, aber es ist natürlich, kann ja nicht die Lösung sein, dass jeder Einzelne von seiner Gewerkschaft Unterstützung kriegt oder eine Rechtsschutzversicherung hat, sich dadurch die Instanzen klagt und hoffen muss, dass er Recht kriegt. Sondern es braucht natürlich Gesetze, also die Politik ist gefragt, wie die Leute schützt. Dürfen die das? Also was sind das denn für Sonderrechte? Lass uns das mal anschauen. Also evangelische und katholische Kirche behaupten, dass sie ein Selbstbestimmungsrecht haben. Und das leiten sie schon ab aus Weimarer Zeiten. Also Dreh- und Angelpunkt ist die Auslegung des Selbstbestimmungsrechts, dass sie eben die Kirchen Berufung auf die Weimarer Reichsverfassung behaupten zu haben. Ich betone es ausdrücklich, weil es sehr umstritten ist. Da gibt es in unserem Grundgesetz den Paragraphen 140, der gilt in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 in der Weimarer Reichsverfassung. Das heißt, man referiert an etwas, was in der Weimarer Reichsverfassung stand. Was stand da drin? Jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Ich sage den ersten Satz nochmal. Jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Also das Recht zur Selbstordnung und Selbstverwaltung wurde mehr und mehr zum Recht auf Selbstbestimmung erweitert. Diese kirchenfreundliche Auslegung gilt sowohl als Grundlage für den dritten Weg, Kollektivarbeitsrecht, das ist Tarifrecht, Streikrecht, Mitbestimmung, als auch für diese individualrechtlichen Sachen, über die ich hier ja rede heute, mit Diskriminierung, Loyalitätsobliegenheiten. Ganz klar, ihre eigenen Angelegenheiten, das können Arbeitsverhältnisse nicht sein, das sehen auch viele Rechtsexperten so. Und das Zweite ist, innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes ist ganz klar, also es gibt Grundrechte und es gibt ein Arbeitsrecht, es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz, das kann so nicht gemeint gewesen sein in der Weimarer Reichsverfassung. Fazit, es bedarf auch keinerlei Grundgesetzänderung, wie immer wieder mal behauptet wird, weil sich auf Weimar zu berufen und auf unsere Verfassung gibt es einfach nicht her. Außerdem waren gerade in der Weimarer Republik kirchliche Einrichtungen ganz normale Arbeitgeber, ohne jeden Sonderstatus, und da durfte auch gestreikt werden. Also es ist eigentlich ziemlich absurd, sich darauf berufen zu wollen. Die Kirchen müssen auch nicht lustig, weil die machen vieles. So, warum diese Ausgrenzung? Also da muss ja auch was, warum meint Kirche, das wichtig finden zu müssen. Dahinter steht dieses Christen dienen gemeinsam dem Herrn im Weinberg. Und an einer sogenannten Dienstgemeinschaft können nur Beschäftigte gleichen Glaubens, gleicher sexueller Orientierung und so weiter teilnehmen. Der Begriff Dienstgemeinschaft stammt übrigens aus der Nazi-Zeit. Das war geschaffen worden, dieses Konstrukt, um Gewerkschaften aus den Betrieben fernzuhalten. Gleich für alle möglichen Betriebe, nicht nur die kirchlichen. Einzig die Kirchen haben diesen Begriff beibehalten nach dem Krieg. Und haben gesagt, Dienstgemeinschaft, das passt schon irgendwie, und haben das theologisch aufgeladen. Das ist höchst umstritten, auch unter Theologen. Die Evangelien und Katholen legen es anders aus, auch sehr interessant. Also es ist jetzt zu sagen, das ist jetzt so das Allerheiligste, da darf kein welcher Richter dran rühren, ist geradezu absurd eigentlich. Ist auch nicht zeitgemäß, juristisch nicht haltbar, es gibt keine einzige juristisch schlüssige Definition, was denn Dienstgemeinschaft ist. Ist ja immer noch so, dass ein weltlicher Richter darüber verfügen können muss oder das nachvollziehen können muss, um was geht es eigentlich. Und wenn selbst das Juristische dann umstritten ist, nicht das Juristische, sondern das Theologische dann umstritten ist, also schon ein bisschen weit hergeholt das Ganze. Trotzdem unterstützen weite Teile von Politik und Rechtsprechung lange Jahre die Behauptung der Kirchen und machten kirchenfreundliche Gesetze und fällten entsprechende Urteile. Bis hin zu Karlsruhe, wie wir gerade gesehen haben. Ja, und werden diese Sonderrechte dann auch umgesetzt, war dann immer, naja, es sind ja Einzelfälle, weiß nicht,
also es wird immer relativiert und klein gespielt und ja, die unliebsamen Leute kann man darüber vielleicht loswerden und so. Meine Untersuchung der Praxis hat ganz eindeutig belegt, dass die Kirchen massiven Gebrauch von diesen Sonderrechten machen und dass es sich demnach auch um eine systematische Diskriminierungspraxis handelt. Also man muss sich nur die Stellenanzeigen jeden Samstag angucken, dann weiß man, was Sache ist. Dieses Konfession vor Qualifikation, das kann man sich natürlich auch nur erlauben, wenn man einziger Arbeitgeber in der Gegend ist. Weil zum Beispiel in Zeiten von Fachkräftemangel ist es immer schwieriger durchzusetzen. Da, wer sich erlauben kann, der geht lieber woanders hin. Trotzdem ist es ja so, dass die Kirchen immer mehr Einrichtungen betreiben und eben entsprechend schwierig oft lupenreines Personal finden. Also um diese zahllosen Häuser überhaupt betreiben zu können, beschäftigen sie teilweise über die Hälfte Konfessionslose und Andersgläubige und schauen bei der Lebensführung dann auch mal weg. Aber das geht nach eigener Aussage eines Diakonie-Direktorin nur in untergeordneten Positionen, also mit keinerlei Aufstiegschancen. Noch kurz was zum Kollektivarbeitsrecht. Das Betriebsverfassungsgesetz gilt nicht in kirchlichen Einrichtungen. Ich sage dazu kurz was, weil man immer sagt, ja, andere Tendenzbetriebe, da muss man ja auch Mitglied sein in einer Partei oder so. Das ganz grundsätzlich mal sagen. 1952 wurde das Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet, tiefste Adenauerzeit. Paragraf 118 Absatz 1 regelt, dass Tendenzbetriebe wie Parteien, Gewerkschaften, Verlage, Rundfunkanstalten spezielle Anforderungen an Tendenzträger wie Führungskräfte oder zum Beispiel Pressesprecher stellen dürfen. Absatz 2 des Paragraphen besagt aber, dass das gesamte Betriebsverfassungsgesetz in kirchlichen Einrichtungen nicht gilt. Deshalb können sie auch wesentlich strengere Anforderungen stellen, und zwar nicht nur, und zwar an alle Beschäftigten, also nicht nur an Tendenzträger. Pressesprecher soll Parteimitglied sein, Gewerkschaftsmitglied. Nein, bei Kirchen gilt es bis zum Hausmeister, der ist auch Tendenzträger. Das Ganze ist eine Rechtstradition. Da wurde immer mal ein Gesetz so kirchenfreundlich interpretiert, dann hat man sich da noch zu was verleiten lassen und dann hat man da noch einen so kirchenfreundlich wie möglich ausgelegt. Und so geht das seit dem Kriegsende hier in Deutschland. Das hat sich dann nochmal fortgesetzt 2006 bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Diskriminierungsschutz. Und zwar der Paragraph 9 im AGG, AGG ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, haben die deutschen Politiker eine zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung eingeräumt. Und das geht weit über die Intention der EU-Vorlage aus 2000 hinaus. Also EU-Richtlinie 2000 hat gesagt, alle EU-Länder müssen ein Diskriminierungsgesetz schaffen. Die Deutschen haben gesagt, ja, machen wir, aber erst 2006, also das Schlusslicht, und haben dann ganz schnell noch einen kirchenfreundlichen Paragraphen reingezaubert, der ihnen erlaubt, das auch mit verkündigungsfernen Berufen zu machen, diese Unterscheidung. Also in der EU-Vorgabe steht, ja, bei Pfarrern und so ist es ein wesentliches berufliches Merkmal, dass man da auf die Konfessionen schaut. Die Deutschen haben gesagt, wir brauchen das für alle. Wir, der Gärtner und der Pflegerin. Ob die deutsche Umsetzung EU-Richtlinienkonform ist, wurde in der Vorstufe zu einem Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Kommission bezweifelt. Das sind jetzt ein bisschen tröge Fachtermini. Das heißt, in Brüssel hat man gezweifelt, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugegangen ist in Deutschland. Das Verfahren wurde aber eher aus politischen als aus juristischen Gründen eingestellt. Die damalige Justizministerin Zypris, SPD, gesagt, ja, das Selbstbestimmungsrecht kenne ich und so. Die Rechtslage ist nach wie vor ungeklärt. Es gibt immer wieder Richter, die das reinschreiben in ihre Urteile. Ja, wenn ich jetzt das deutsche Gesetz nehme, aber eigentlich muss ich mich an die EU-Vorgabe richten und es sagt ja Unterschiedliches. Das müsste ein deutscher Richter einmal dem Europäischen Gerichtshof, nicht der für Menschenrechte, sondern dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorlegen. Sagen, ich kann kein ordentliches Urteil fällen. Es steht immer wieder in den Urteilen drin, es ist heikel, ich kann gar nicht. Aber in dem Fall, da kann ich ja so und so. Also die drücken sich da drumherum. Das kann man sehr schön im Buch auch nachlesen, was da für Hintergründe bei Juristen offensichtlich eine Rolle spielen. Also die Sache ist ungeklärt. Das ist sehr schade, findet auch der Leiter für Grundsatzfragen hier an der Diskriminierungsstelle des Bundes. Der hat sich da im Interview ziemlich weit aus dem Fenster gehängt, finde ich. Der hätte gerne Klärung. Ja, dann, ob da jetzt eine juristische Lösung in Sicht ist,
weder über Karlsruhe, kein Fall ist anhängig, den Lösung bringen will, noch jetzt in Luxemburg beim EuGH. Also eine juristische Lösung kann noch dauern. Also jetzt mal ganz grundsätzlich zur Frage, warum wird das immer so klaglos hingenommen? Also warum gibt es nicht 1000 Klagen? Das ist im gesamten Bereich des Diskriminierungsschutzes so. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man die rechtlichen Möglichkeiten nicht genug kennt. Das ist ja noch ein recht neues Gesetz, auch das AGG. Das ist auch oft ein zu vages Bewusstsein über das erfahrene Unrecht. Oft ist die Diskriminierung auch schwer nachweisbar, warum er denn jetzt genau rausgeflogen ist. Steht ja nicht immer so schön drin, dass man es juristisch verwerten kann. Dauert Jahre, Rechtslage doch oft nicht so eindeutig. Also eine Rechtswirksamkeit dieses AGGs ist da weit entfernt, zumal es eben im Gegenparagrafen zur Schwammig steht. Ein weiteres Hemmnis ist die Abhängigkeit. Ganz klar, wer eine Arbeit hat oder haben möchte, der klagt nicht und wendet sich auch nicht an eine Beratungsstelle, Gewerkschaftsvertretung, Anwalt oder gar an die Medien. Außerdem steht es ja auch oft im Arbeitsvertrag, dass zum Beispiel ein Kirchenaustritt ein Kündigungsgrund ist. Also soll ich mich da noch kurz beraten lassen, sagen Sie. Hinzu kommt natürlich auch noch die Angst vor Doppelstigmatisierung, weil es gibt bei Verfahren, also bei Klagen vor Gericht, oft ein öffentliches Interesse. Und wer liest schon gerne über sich in der Zeitung, dass er aufgrund von Kirchenaustritt, Scheidung, Homosexualität oder eines unehelichen Kindes eine Stelle nicht bekam oder gekündigt wurde? Das muss man ja auch erstmal aushalten. Wenige Gerichtsverfahren führen zu müssen, liegt auch im Interesse der Kirchen, da die öffentliche Aufmerksamkeit für die diskriminierenden Privilegien eindeutig mit Glaubwürdigkeitsverlust einhergeht. Das haben sie kapiert, dass damit Schlagzeilen zu machen sind, die sehr ungünstig für sie sind. Deshalb kommen ihnen die üblicherweise geschlossenen Vergleiche und Abfindungen mit Schweigepflicht sehr gelegen. Reihenweise Abfindungen werden da gezahlt und Vergleiche geschlossen, immer mit Schweigepflicht. Und dass sie das aus der Portokasse zahlen, können wir uns auch gut vorstellen. Also solche Vergleiche bringen den Klägern zwar Vorteile, also kürzere Verfahren, relativ sicherer Ausgang und so weiter, aber die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Dadurch entfallen der abschreckende Effekt auf andere Arbeitgeber, die Vorbildfunktion für andere Betroffene und die Aufklärung der Öffentlichkeit. Deswegen musste ich erst ein Buch schreiben, finde ich, damit dann mal klar wird, das ist echt ein alltägliches Phänomen auf dem deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Politik, leider nicht ganz so erfreulich. Zahlreiche Interviews mit Interessenverbänden, Antidiskriminierungsstellen, Bundes- und Europapolitikern, Gewerkschaftsvertretern, Fachanwälten, Rechtsexperten ergaben einen Überblick über die rechtlichen Veränderungsmöglichkeiten und die politischen Strategien. Einige setzen auf Dialog mit den Kirchen, andere möchten die Privilegien auch gegen deren Willen durchsetzen. Ausnahmslos alle würden zur Klärung ein Grundsatzurteil durch deutsche oder europäische Gerichte begrüßen. Es ist immer toll, wenn Politiker sagen, ja, das wäre toll. Aber selber, dass man Gesetzgeber ist, was Aktives. Von den Politikern hört man oft, die Kirchen seien nun mal in vielen Bereichen Bündnispartner. Friedensarbeit, Armutsbekämpfung und so weiter. Deswegen darf man auch ihre kirchlichen Privilegien nicht präzisieren, offensichtlich. Außerdem heißt es oft, man müsse auf Kirchenmitglieder Rücksicht nehmen. Bemerkenswert ist daher, dass es bei den Grünen gerade die Bundesarbeitsgemeinschaft der Christinnen und Christen ist, die sich seit Jahren für eine konsequente Trennung von Kirche und Staat engagiert und die Abschaffung der Privilegien im kirchlichen Arbeitsrecht fordert. Inzwischen tun sie das zusammen mit den säkularen Grünen, die sich vor knapp einem Jahr gegründet haben, und die tun sich in diesen Punkten jetzt zusammen, was ich sehr begrüße. In der SPD setzt sich hauptsächlich die Gruppe der Laizisten für kirchenkritische Politik ein. Da gab es jetzt auch einen sehr interessanten, guten, auf dem letzten Parteitag Beschluss. Beschluss nennt man das, glaube ich, entscheidend. Beschluss. Die einzigen Bundestagsanträge zum Thema kamen jedoch bislang von den Linken. Das ist auch, was Carsten vorhin meinte, dass es im Bundestag diskutiert wurde. Das war anlässlich eines Antrags der Linken. Gesetzentwurf. Ja. Also die Spielräume überhaupt zu sehen und zu nutzen, scheitert aber oft an den Parteispitzen.
Denn dort bestimmt die viel kritisierte Vermischung von Kirchen und Partei ändern den Ton. Also, da fallen uns jetzt allen gleich ein paar Namen dazu ein, nehme ich an. Im Mai gab es einen Gesetzentwurf der Bundesgrünen zur Novellierung des § 9 AGG, also dieser Kirchenklausel, von der ich gerade berichtete. Das war aber eine sehr halbherzige Sache, wie ich finde. Also es war auch eher, damit man gar nicht allzu weitgehende Sachen da fordert und im Dialog mit den Kirchen bleibt natürlich. Linke, Grüne und SPD haben die Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht, also auch Streikrecht und so, übrigens zum ersten Mal im Parteiprogramm, Wahl. Bundesparteitag, nein, Bundeswahlprogramm gehabt 2013. Bundestagswahlprogramm. So erfreulich das ist, dass die SPD diesen Beschluss auf dem Parteitag gefasst hat vor kurzem. Im Koalitionsvertrag steht kein Wort zum kirchlichen Arbeitsrecht. Im Gegenteil, es wird unter Kirche und Gesellschaft, heißt das Kapitel, auch geschwärmt, wie so einen wahnsinnig wichtigen Beitrag die kirchlichen Einrichtungen doch leisten und wie wichtig die Kirchensteuer ist für die Planungssicherheit, dass man die kirchlichen Einrichtungen, also sie werden eher noch ausgebaut und es müssen auch, glaube ich, noch jüdische und muslimische und so weiter dazu. Also ich sehe nicht, wo die SPD, wie viele Taschen da was umsortiert wurde, vielleicht, dass jemand da von intern nachher noch was beitragen mag. Zu den Gewerkschaften, da gibt es ganz super Beschlüsse vom DGB, von Verdi und jetzt seit neuestem auch von der GEW, die ganz klare Abschaffung der Privilegien fordert zum Arbeitsrecht. Da das aber das Arbeitsrecht betrifft und nicht das, nur das Arbeitsrecht, sondern auch das Antidiskriminierungsrecht, sind sie nicht ganz so aktiv, also eher in ihrem traditionellen Bereichen, Mitbestimmung und auch Streikrecht, da gab es ja auch jetzt Verfahren, geht ja bis zum Bundesverfassungsgericht Verdi, aber so richtig federführend bei Antidiskriminierung sind sie in Deutschland leider nicht. Verdi holt da inzwischen auf, nimmt die Thematik immer mehr auf und ist da auch aktiv, also versucht diese Beschlüsse auch umzusetzen, guten Rechtsbeistand zu liefern und so weiter. Ja, also für mich ist ganz klar, dass Novellierungsbedarf besteht, damit es in Deutschland ein Antidiskriminierungsgesetz gibt, das den Namen auch verdient und den EU-Richtlinien entspricht. Politik muss klarstellen, dass ein Kirchenaustritt ein Gebrauch der verfassungsmäßig garantierten Religionsfreiheit ist und kein Kündigungsgrund. Der Staat muss das Familien- und Sexualleben von Arbeitnehmern schützen, damit nicht länger Homosexualität, Bigamie und Konkubinat zu Kündigungen führen können. Der Gesetzgeber muss sicherstellen, dass konfessionslose und Andersgläubige nicht als Auszubildende und Beschäftigte zweiten Ranges behandelt werden dürfen. Ganz klar, Arbeitsverhältnisse sind keine innerkirchlichen Angelegenheiten, sondern vom Staat zu schützende Existenzgrundlagen. Also das muss in den Köpfen ankommen. Ich will noch was zur Finanzierung sagen, inwiefern das als Hebel da funktionieren könnte. Das heißt ja oft, das passiert alles mit unseren Geldern. Das ist richtig. Nicht nur die, die Kirchensteuer zahlen, sondern alle, die Steuern zahlen oder Krankenpflegekassenbeiträge zahlen, deren Gelder fließen in kirchlichen Einrichtungen, die dann wieder umso diskriminierend mit ihren Leuten umgehen. Teilweise werden diese Einrichtungen bis zu 100% aus eben diesen, wenn ich jetzt mal zusammenfassen, öffentlichen Mitteln finanziert. Wie von allen anderen Einrichtungen auch. Also ob das jetzt die AWO ist, Deutsches Rotes Kreuz und so weiter. Trotzdem greift das Argument keine Finanzierung der kirchlichen Einrichtungen nur bedingt. Ich will das kurz erklären. Menschenrechte und Antidiskriminierungsgesetze im Arbeits- und Zivilrecht gelten nämlich auch für Arbeitgeber, die ihre Einrichtungen selbst finanzieren. Das heißt, eine Disco darf nicht sagen, ich will keinen Dunkelhäutigen hinter der Bar beschäftigen. Telekom darf weiblichen Angestellten, zumindest nicht offiziell, die Beförderung vorenthalten und eine Wohnungsbaugesellschaft darf nicht ein Paar wegen Homosexualität kündigen, die Wohnung kündigen. Die Finanzierung ist also wie immer beim Antidiskriminierungsgesetz auch hier bei den Kirchen eigentlich nicht der passende Hebel. Sonst würde es ja im Umkehrschluss auch heißen, wenn ihr selber zahlt, dann dürft ihr mit den Leuten umgehen, wie ihr wollt. Also das kann nicht die Lösung sein. Allerdings könnten Kommunen und Länder Bedingungen stellen. Etwa Auflagen zum aktiven Diskriminierungsschutz, das nennt sich positive Diskriminierung.
Das könnte man bei der Vergabe öffentlicher Aufträge machen. Man kann auch einschreiben, ihr müsst nach Tarifrecht bezahlen, ihr müsst nach unserem Landesantidiskriminierungsgesetz so und so viele Frauen beschäftigen. Das kann man alles machen, als Kommune oder als Bundesland. Wenn man politischen Willen hat und zeigen möchte. Also solche rechtlichen Möglichkeiten kann man kreieren und nutzen. Ansatzpunkte dazu werden von Experten positiv eingeschätzt. Ich gehe da in mein Buch auf zwei Gutachten ein, die da ganz deutlich Möglichkeiten sehen, die das EU-Recht auch ausdrücklich vorschreibt, dass man bei der Vergabe öffentlicher Aufträge das als Schlüssel nutzen kann, bestimmte Sachen durchzusetzen, wie die Menschen mit einer Norm zu gehen haben. So, was raten die Kircheninterne? Hier einige O-Töne aus den Interviews. Zwei schwule Priester haben sich empört. Der Schutz der Bürger durch den Staat ist wie eine Verpflichtung. Das gilt unabhängig vom Setting. Es kann keine Gruppierung geben, also auch nicht die Kirche, der ich zugestehe, dass innerhalb der eigenen Reihe Leute diskriminiert werden dürfen. Die Kirche sollte sich bei allen Berufsgruppen an diese Regeln halten müssen. Warum sollte man den Religionsgemeinschaften nicht vorschreiben können, dass sie vernünftig miteinander umgehen müssen? Sagen zwei schwule Priester, die ein de facto Berufsverbot erfahren haben. Bei der katholischen Kirche. Pastoraler Mitarbeiter sagt, auch ein Homosexueller, versteckt Homosexueller, da muss Druck auf die Träger ausgeübt werden durch die Zuwendungsgeber. Ich traue den innerkirchlichen kritischen Stimmen da wenig zu. Ich teile diese Meinung. Dann ein anderer sagt, sich auf Dialog einzulassen bewegt wenig. Die meisten Bischöfe legen doch immer von vornherein fest, worüber geredet werden darf und was dabei rauskommen soll. So ein Dialog gibt dann doch letztendlich eine gute Presse für beide Seiten. Die Bischöfe, die sich mal wieder dialogbereit gezeigt haben, und die Organisationen und Parteien, weil man das Thema mal wieder eingebracht hat und man hat es den Bischöfen ganz schön gezeigt. Eine gläubige Katholikin erklärt im Interview, Schaltstellen in Justiz, Verwaltung und Politik sind oft mit kirchlich sozialisierten Amtsinhabern besetzt, die selber die harsche Seite der Kirche noch nie kennengelernt haben. Es ist schon ein starkes Stück, dass ausgerechnet die Kirchen vor der Unterwanderung der Gesellschaft durch Scientology waren, aber selbst führende oder gar entscheidende Posten in Besitz haben. Das ist eine Juristin übrigens, fand ich sehr schön gesagt. Also vielleicht kennen Sie das Buch Benedikts Vermächtnis und Franziskus Auftrag, Entweltlichung, eine Streitschrift. Die ist gerade ziemlich viel in den Medien, der Manfred Lütz ist da mit in vielen Talkshows schon gewesen. Ja. Und anderen mit mir. Das hat er zusammengeschrieben mit dem Kardinal Cortes und der ist kein Unbekannter, der ist nämlich weltweit für die kirchlichen Hilfswerke und Caritas-Fragen zuständig. Also Lütz und Cortes zusammen haben das Buch geschrieben. Einige Passagen. Der Stein des Anstoßes ist immer wieder derselbe. Die Kirche übt als Arbeitgeber in ihrer Einrichtung Macht über Leute aus, die sich mit ihr gar nicht identifizieren wollen und die ihren Dienstvertrag nicht unterschrieben haben, weil das eine katholische Einrichtung ist, sondern obwohl es eine katholische Einrichtung ist. Ohne böse Absicht, sondern weltlichen Zwangsläufigkeiten folgend, haben sich die Kirchen in die Situation gebracht, dass der barmherzige Samariter in Einrichtungen der Caritas und Diakonie gar nicht eingestellt werden könnte. Er war nicht getauft und glaubte das Falsche. Auch der heilige Augustinus wäre mit unehelichem Kind für leitende Positionen vielleicht nicht in die enge Wahl gekommen. Sogar der Papst wird sich lieber von einem hochprofessionellen, aber leider atheistischen Herzchirurgen als einem frommen Dilettanten operieren lassen. Man könnte also ohne weiteres alle katholischen Krankenhäuser abstoßen. Doch solche radikalen Lösungen sind wenig realistisch. O-Ton, Lütz und Cortes. Es lohnt sich, das mal sich genauer anzuschauen. Zum Abschluss lese ich Ihnen jetzt noch zwei sehr gegenläufige, sehr aktuelle Passagen vor, die deutlich machen, wie unterschiedlich die Welt im Moment tickt. Das eine ist ein Auszug aus dem Urteil des Aachener Arbeitsgerichts vor einem Jahr. Das war der Intensivpfleger, dessen Ablehnung als Bewerber als Diskriminierung bezeichnet wurde, weil er als konfessionslos abgelehnt wurde. Da geht es im Urteil ganze Passage über die Deutungshoheit in Sache ethischer Werte. Das fand ich sehr schön formuliert. Da hat er an die katholischen Vertreter eine klare Aussage gekriegt. Ich zitiere:
Es erschließt sich für die Kammer nicht ansatzweise, aus welchem Grund der Kläger als Krankenpfleger, der zu keinem Zeitpunkt Mitglied einer Religionsgemeinschaft war, es deshalb per se an Berufsethos und Engagement sowie Mitgefühl und Menschlichkeit fehlen lassen soll, argumentierte das Gericht. Weiter, die Kammer vermag sich nicht vorzustellen, dass es einem Krankenpfleger an Stärke und Willen fehlen soll, tiefe Krisen von Patienten mitzutragen und menschenwürdig und im Sinne tätiger Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu gestalten, nur weil er noch nie formal Mitglied dieser Kirche war. Christliche Grundwerte erhält man nicht durch den Eintritt in die katholische Kirche. Genauso können diese Werte nicht bei einer Person als vorhanden angenommen werden, nur weil sie Mitglied der katholischen Kirche ist. Es ist nicht von vornherein auszuschließen, dass diese Grundwerte auch bei Menschen anzutreffen sind, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht Mitglied der Kirche geworden sind, ließen die Richter den kirchlichen Arbeitgeber in der Sitzung vor Gericht wissen. So sieht das in Aachen aus, man höre. Jetzt kommen wir nach Frankfurt. Die Akablesion Klinik, evangelische Klinik in Frankfurt, hat einen aus der Kirche ausgetretenen Assistenzarzt abgelehnt. Der hat ganz offen in der Bewerbung geschrieben, bin aus der Kirche ausgetreten. Dann hat er eine E-Mail gekriegt vom Personalleiter, damit habe ich persönliche Probleme, so können Sie bei uns nicht arbeiten. Interessant, dass persönliche Probleme so weitreichende Konsequenzen haben können. Dann hat der Hessische Rundfunk diesen Fall aufgegriffen, weil wir ihm den zugespielt haben. Und die haben eine Stellungnahme bekommen von der evangelischen Klinik und das auch gesendet im hessischen Programm Oktober. Aus der Stellungnahme zitierend, also Ablehnung Assistenzarzt. Doch für einen Arzt in der Notaufnahme habe man den Anspruch, dass unsere besondere, durch das christliche Profil geprägte Unternehmenskultur auch bei kleinen Verletzungen und deren Behandlung zum Ausdruck kommt. Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jeden Patienten in seiner Gottesebenbildlichkeit wahrzunehmen. Das ist die Rechtslage in Aachen und die in Frankfurt. Vielen Dank.